Nach einer ewig langen Zeit werde ich es nun endlich tun. Ich werde in diesem und vielleicht noch im nächsten Part The Legend of Zelda Spirit Tracks beenden. Ja, ich habe es jetzt gesagt, ich werde es tun im Rahmen des 1000 Abonnenten Specials. Dachte ich mir ja nun, ich könnte es ja nach über einem halben Jahr endlich mal beenden. Nein, keine Sorge, eigentlich war es schon für Anfang März geplant ungefähr. Anfang März, Anfang April, ungefähr um die Zeit, wo die Festplatte kaputt ging. Das Finale war gerade aufgenommen, das Finale war gerade gerendert. Da ging sie kaputt. Und jetzt darf ich das nochmal aufnehmen. Zum 7. Mal jetzt. Bitte, bitte lass jetzt dieses Mal nichts schief gehen. Wir setzen einfach fort. Von hier aus los. Vom Waldland. Hinein. Noch eine kleine Cutscene. Und dann kommt der Boss. Und ich sagte ja vielleicht im nächsten Part. Also es kann sein, dass ich das schneiden werde, damit mein Vater nicht einfach so mit einem Anruf reinplatzt und das ganze Finale ruiniert, wie so ungefähr 20 Mal vorher. Ich die Schnauze voll davon habe. Das ist jetzt die Entscheidung. Wenn ihr Marado besiegt, hat der Spuck ein Ende. Jo. Ja. Alle sind bereit. Ich auch. Ab hier komme ich mit. Es wird sonst zu gefährlich. Meinst du? Deine Wunden sind noch nicht verheilt. Und du hast viel Kraft verbraucht. Jetzt bin ich an der Reihe. Die beiden haben schon für sich eine Entscheidung getroffen. Schiene, bitte ruh dich aus. Es sind doch nur Marado und seine Handlanger. Wir schaffen das, Link und ich. Für dich geht dasselbe, D-Log. Du bist verletzt, also bleib lieber hier. Nun gut. Ich überlasse es euch. Viel Glück, Zelda und Link. Na, mal sehen. Was macht sie da? Sie hat ein Phantom beschworen. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Vielen Dank, Schiene. Lass uns gehen, Link. Aber eines noch, Link. Ach, ich verwechsel das immer wieder. Ich synchronisiere es immer wieder mit Schiene, aber es ist Zelda. Sag mal, wenn das hier vorbei ist, was willst du dann sein? Wir können jetzt wählen zwischen Lokführer, Schwertkämpfer oder gar nichts sagen. Ich sage mal, na, wir sind eigentlich Lokführer. Wir sollten Lokführer bleiben. Mhm. Gehen wir, Link. Ich weiß nicht, irgendwie sieht Zelda darüber nicht so glücklich aus. In ihr fließt wirklich das königliche Blut. Und damit klettern wir auf den Dämonenzug. Und wer erwartet uns? Natürlich, Gleis. Es ist aus, Gleis. Jetzt ist Schluss. Hört denn niemand zu? Ich habe es doch gesagt. Wartet und zittert. Ganz ehrlich, Gleis, wir haben über 6 Monate gewartet. Ich denke, dass wir das hier jetzt zu Ende bringen sollten. Aber ihr wollt ja nicht hören. Ihr Gören habt eine harte Strafe verdient. Wie hart kann die Strafe schon sein? Nicht so hart wie eine kaputte Festplatte, oder? Entschuldigung, ich musste jetzt diesen Joke bringen. Ihr kennt mich, ich bringe gerne so eine Jokes.
Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Dämonenkönig, sie gehören euch. Sieht das eklig aus. Was hast du nur mit Zeldas Körper gemacht? Nichts Gutes, deswegen los, Link. Wir schaffen das. Nun gut. Ja, los geht es. Hiermit startet der Endboss. Es beginnt auf einem fahrenden Zug. Zelda und Link gegen Gleis und Marado auf dem fahrenden Zug, wie gesagt. So, und... Was? Der Sandstab? Ach du Scheiße, das müssen wir ganz schnell wechseln. Wir brauchen hier den Boomerang. Da hat wohl, diejenige, die Wette Melanie, die hier für mich den Safe nochmal neu gespielt hat, weil ich ja Probleme hatte mit einem Bug, dass ich nicht weiterspielen konnte, hat da wohl, was sehr Nettes gemacht, nämlich nicht den Boomerang ausgerüstet. Ist aber gar nicht so schlimm, dann machen wir das. Und ihr habt jetzt schon gesehen, wie der Kampf sich in etwa entwickeln wird. Wir müssen uns nach vorne bewegen. Während wir uns nach vorne bewegen, beschwört Gleis diese netten kleinen Geisterratten. Diese Geisterratten können Zelda übernehmen. Und wenn Zelda übernommen wird, dann können Gleis sie wie eine Marionette steuern. Und das Miese ist, er hat extra Geisterratten beschworen, dass Zelda auch ja Angst bekommt und immer vier auf einmal. Und wenn dann nur einmal die Steuerung bei mir versagt, sind wir am Arsch. Und das Miese ist, die Ratten können überall auf dem Feld auftauchen. Ich habe das sogar schon mal gehabt in einem Versuch, da sind die Ratten ständig in Link gespawnt. Ja, kein Witz. So, jetzt mit der Zeit kommen noch einzelne Ratten von Gleis, während Marado Laserstrahlen feuert, die Zelda abfangen muss. Denn wenn Link nach vorne stürmt, dann macht Marado den Laser direkt auf ihn. Und währenddessen bewegen sich die einzelnen Scharniere des Zuges. Nein, oh. Jetzt müssen wir ein kleines Stück zurück. Wir müssen uns da vorne arbeiten. Zelda muss Marado schnappen. Das ist im Übrigen das Ziel des Kampfes. Das sollte ich mal erwähnen. Na gut, nochmal die Ratten töten. Netterweise lassen die Ratten auch mal sowas fallen wie Pfeile oder Herzen. So. Diese Ratte hat sich wirklich Zeit gelassen, das ist gut. Naja, was heißt Ratten? Es sind Mäuse. Nein! Oh Gott. Boomerang. Bewegen. So. Gut. Jetzt nach vorne. Von da kommt Gleis, von da kommen die Mäuse. Gut, Zelda, weiter voran. Nein! Oh Gott, scheiße. Ja, toll. Gleis und Marado sind wirklich ein super Team. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, Gleis versucht natürlich, wenn er Zelda übernimmt, uns zurückzudrängen. Ist klar, ne? Und mit dem Boomerang geht es einfach am besten, Zelda da immer rauszuholen. Das ist so eine Strategie, die ich entwickelt habe. Ich weiß, wäre das Finale nicht blind, ja, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit rumgesucht, aber es tut mir leid. Es ist nun damals so gekommen, wie es kommen musste und scheiße. Scheiße. Hörst du wohl auf? Sag mal, wenn ich auf Zelda drücke, wieso macht Zelda dann nicht, wie sie soll? Wieso gehst du nicht hoch, wenn du hochgehen sollst? Na komm. Mach meine kleine Prinzessin. Los, beweg dich. Du kannst nicht so blöd sein. Nein! Och Gott. Ich war eigentlich schon fast vorne, aber dann wurde es beschissen. So. Och Gott, kannst du nicht mal aufhören, immer Zelda zu attackieren?
So, von wo kommen die Mäuse? Da. Von da kommen die Mäuse. Komm her. Gut, weiter nach vorne. So. Nein! Oh Gott. So, jetzt muss Zelda langsam Marado greifen. Wir müssen die letzten Mäuse noch besiegen. Nein, 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 nein. Oh Gott, wir waren gerade dabei, Marado zu greifen. Nein, ich fliehe nicht. Ich rette dich, Zelda. So. So. Jetzt greif doch endlich... Toll, mein Grafiktablet ist wieder durchgedreht wie Sau. So, jetzt hat Zelda endlich ihr Ziel vor Augen. Greif, Marado. Reiß ihn in die Höhe. Wir brauchen in der Zeit den Lichtbogen. So, Zelda wird sich jetzt die ganze Zeit mit Marado rumschleudern. Und wir haben es im ersten Schuss geschafft. Wir haben Marado mit dem Lichtbogen erwischt. Yes! Das war die erste Kampfphase wirklich wert. Boah. Krass. Na los, gib Zelda ihren Körper wieder. Dem Hohenkönig. Zergleis, damit hast du nicht gerechnet, oder? Du entkommst uns nicht, Marado. Lass uns los. Uns? Achte nicht auf mich, Link. Nimm keine Rücksicht auf mich. Besiege Marado. Ach du Scheiße. Okay, was passiert jetzt? Der Zug. Oh nein. Kann es etwa sein, dass der Zug... Nein, er explodiert. Und er entgleist. Und versinkt in den Schatten. Dann bäumt er sich nochmal auf, explodiert weiter. Und versinkt ganz. Aber wo sind wir? Link, wach doch bitte auf. Oh nein, sag doch was, Link. Oh nein, Zelda ist immer noch ein Geist. Link, beweg dich nicht, wenn du Schmerzen hast. Huh? Wo sind wir denn hier? Und... Oh nein, Marado ist immer noch in Zeldas Körper. Und da ist er weg. Da ist er. Und da ist Zeldas Körper. Ohne eine Seele. Los, schnapp ihn dir! Was? Oh nein. Das Gefäß für den Dämonenkönig. Dämonenkönig, kehrt schnell in Zeldas Körper zurück. Oh nein. Das wirst du nicht, Marado. Mein Körper, er ist... Und was? Wieso? Delok! Gib nicht auf! In deinem Körper schlummert noch die heilige Kraft. Du musst dich auf sie konzentrieren. Dann bekommst du deinen Körper zurück. Und den brauchst du noch. Dann kannst du mich anständig im Schloss zusammenfalten, oder? Wenn in meinem Körper heilige Kraft schlummert, erhöre mich. O Vorfahren, gewährt mir eure Kraft. Na also, jetzt klappt's. Jetzt los! Und stilistisch haben wir Zelda aufgefangen. Sehr stilvoll.
Bin ich zurück? Ja, ist sie. Sie ist in ihrem Körper. Oh! Oh mein Gott, sie hat ihn umarmt. Krass. Und was ist jetzt? Oh nein. Nein. D-Lock. Ach du Scheiß. Oh nein. Oh ja, ja, bravo, Euer Hoheit. Du Bastard. Wir haben wenig Zeit, Euer Hoheit. Wir sollten uns schnell um diese Göhren kümmern. Unmöglich. Einfach unmöglich. Gleis hat bekommen, was er verdient hat. Aber der arme D-Lock. Und... Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Nein. Dieser Körper. Wir können uns nicht... halten. Wir können nicht. Aber die Zeit reicht noch, um die Welt zu zerstören. Link, wir müssen diesen Kampf jetzt beenden. Ja, müssen wir. Definitiv. Link! Ich werde mich jetzt auf meine Kraft konzentrieren. Beschütze mich so lange vor Marado. Herzlich willkommen in der zweiten Phase des Bosskampfes. In der wir eiskalt Meteoriten abwehren müssen. Um Zelda zu beschützen. Wir müssen Leibwache spielen und jedes Mal, wenn Zelda getroffen wird, sind wir am Arsch. Oh, noch einmal. Ja, und ich kann sagen, dass diese Phase scheiße ist. Ich kann mal sagen, im Originalfinale habe ich über eine Stunde gebraucht. Und auch im zweiten Versuch des Finales. Und im dritten und vierten und fünften und sechsten. Ja, der, wo der kaputt gegangen ist. Obwohl, ich glaube, da habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. Nein! Oh nein! Boah, ich kann diese Phase einfach nicht. Das ist so kacke. Vor allem, wenn ich dabei noch reden muss. So, los! Meteor 1, Meteor 2, Link wird zurückgeschleudert, Meteor 3. Yo! Darf ich vorstellen, Link rennt im Meteoriten. Das Spiel. Oder Link soll einen Schwerthieb machen und macht stattdessen eine Rolle. Oder Link soll angreifen. Er rennt mit dem Schwert. Er rennt rein. Ach, mein Grafiktablet ist super toll. Ich liebe mein Tablet. Not. Oh, jetzt kommen sie auch noch von der Seite. Seht ihr, wie sehr ich diese Phase hasse? Ich werde das nicht schaffen. Ich bin mir fast sicher, dass ich das nicht schaffe. Das ist hier wie Mysterious Figure. Ja, toll. Spätestens beim dritten Stein. Derp. Man bedenkt, dass das noch nicht mal das Ende ist. So. So. Nein! Oh Gott! Ich kann's einfach nicht. Mann. So, komm her. Ich will die Phase, ehrlich gesagt, nicht rausschneiden. Ich hasse diesen Bosskampf. Habe ich das schon mal gesagt? Also diese Phase. Ach, verdammt. Na komm. Oh Gott. Ich
Ich will nicht ausrasten, ich will nicht schreien, ich will das alles in Ruhe und Frieden hier abschließen. Aber ich glaube, ich kann das nicht. Ich spiele dann jetzt meinen ersten von den zwei lila Elixieren. In der Zeit, wo er säuft, werde ich mir meine Hand vom Schweiß befreien, ein bisschen meine Oberfläche vom Tablet abwischen und hoffen, dass es jetzt klappt. Na also. Ich hab's verschrien. Herz einsammeln. Wichtig ist erst einmal, Zelda zu verteidigen. Toll. Wieder verkackt. Die Steuerung hier ist einfach Mist. Entschuldigung. Am DS würde ich es schaffen, aber mit dem Tablet ist es fast unmöglich. Und nochmal. Oh, nee. Na gut, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Vielleicht klappt das. Und statt zu rollen, könntest du ja mal angreifen, Link. Wie wäre denn das? Das wäre ganz toll. Gibt es vielleicht irgendwas, mit dem ich besser abwehren kann? Also mit dem Sandstab glaube ich nicht. Mit dem Püsterich, nee. Bomben? Nein. Oh, das wird nicht klappen. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht klappt. Ach, die Phase mag mich einfach nicht. Ich mag die Phase nicht, die Phase mag mich nicht. Toll. Ach, ist das schön. So, eins, zwei, drei. Beim dritten werde ich getroffen, vier und fünf erwische ich schon nicht mehr. So. So, nochmal. Ja, toll. Toll! Wisst ihr was, Leute? Mir reicht's langsam. Ich hab keinen Nerv mehr. So. Oh, noch einmal. Oh, noch einmal. Zelda, kannst du nicht mehr 3, 4 Treffer aushalten? So. Stupide abwehren, stupide abwehren. Komm schon, das muss doch klappen. Zwei. Verdammt. Oh Gott, jetzt habe ich die Mega-Wirbelattacke und jetzt sind wir am Arsch. Ich wollte es nicht so oft machen. Ich wollte eigentlich nur zwei Wirbelattacken machen. Mist. Manchmal haben Spezialmanöver wirklich nichts Gutes. Aber nur manchmal. In manchen Spielen retten sie einem den Arsch. So, ja. Noch einmal den Trank. Gut, wir haben jetzt wieder einen halbwegs annehmbaren Vorrat an Herzen. Erste, zweite, dritte. Vierte, fünfte, sechste, beim siebten trifft er. Okay, jetzt langsam reicht's mir. Wenn ich nochmal so doll versage, dann schneide ich, glaube ich. Weil es mir zu blöd wird. Was? Wieso hast du nicht angegriffen, als du solltest? Hat er sich zur Seite gerollt. Ich habe in die richtige Richtung gezogen mit dem Grafiktablet. Ich weiß es.
Ich habe den Stift hier doch in der Hand. Bin doch nicht bescheuert. Toll. Toll, den erwischt Zelda jetzt, ja. Wisst ihr was, Leute? Ich schneide. Bis gleich. Ja! Ja, ich hab's geschafft! Yes, yes, yes! Endlich! Link, Scarlet, vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin bereit. Diese heilige Kraft und die Flöte des Landes werden Marado vernichten. Nachdem ich über eine Stunde diese Phase gespielt habe. Sogar einmal dabei gestorben bin und guck... Achso, ich kann gerade nicht drauf gucken. Ja, scheiße. Und jetzt kommt noch ein sehr lustiger Teil. Und tut mir leid, dass ich es wirklich rausschneiden musste, weil es einfach zu viel war für mich. Wie gesagt, ich habe noch nebenbei eine ganze Stunde versucht, das irgendwie hinzukriegen. Ich kann sagen, wie das Ganze abläuft. Man muss die Meteoriten so lange abwehren, bis Zelda wie ein Wecker klingelt. Ihr habt das gehört, es hat wie ein Wecker geklungen für mich. Ja? Und Marado kommt mit der Zeit von der Seite, von vorne und teilweise musstet ihr auch noch mit der Wirbelattacke da arbeiten. Es ist krass, es ist schwer, aber wir haben es geschafft. Nun gut, jetzt dürfen wir noch Flöte spielen und dann geht es zum Ende hin. Und, ach du Scheiße, das wird schwer. Gut. Diesmal singt Zelda. Okay, wir schaffen es diesmal schon nicht. Ah nein, ich hab's verkackt. Ich weiß jetzt schon, dass ich es verkackt habe. Ja, tut mir leid. Keine Panik. Spiel einfach nur deinen Part. Improvisier nicht und mach's nochmal. Meine heilige Kraft, die ich jetzt über, was weiß ich nicht, wie lange gesammelt habe, sollte doch reichen, dass du das schaffst, Link. Hauptsache Scarlet versagt nicht. Ich glaube gar nicht, wie schwer das jetzt gerade ist. So, einmal noch und dann sollte ich es geschafft haben, wenn das Timing stimmt. Nee, noch einmal. Und Scheiße! Ich schaff das. Ich kann das. Das Spirit Tracks Finale ist einfach schwer und wenn man es nicht am DS spielt, noch schwerer. Ich wette, am DS würde ich das problemlos hinkriegen. So, zwei. Drei. Noch einmal. Wieder nicht, verdammt. Ja, einmal noch. Ich will das jetzt nicht wieder schneiden müssen. Wirklich, im Ernst jetzt. So. Nein, jetzt habe ich schon verkackt. Ja, ich hab's jetzt schon verkackt, weiß ich, weil ich versehentlich auf Silber gekommen bin. Aber das Flötespielen gegen Ende ist einfach nur spielstreckend und ein bisschen nervig. Ja. Keine Panik, Link. Jetzt kriegt das doch endlich mal hin. Ja, wir wissen's. Thank you.
so weiter. Ich krieg das hin. Nein, ich habe mich wieder verspielt. Mist, verdammte! Ich kann das! Ich komme nur immer durcheinander mit den Farben. So. Jetzt. Das ist aber auch schwer. Nein, auch schon wieder. Ich hab's wieder verkackt. Spiel, habe Gnade mit mir. Bitte, nimm's trotzdem an. Oh Gott, ja, ich hab's richtig verkackt. Du wirst ja immer schlechter. Nun mach's, Link. Zelda, mach mir keinen Druck. Na komm. So, nächste. Ich kann das. Ich kann das mit Sicherheit. Ich schaffe das. Ich will das schaffen. Ach, nun komm. Reagier einfach. Mach los. Es ist nur noch das und der letzte Kampf und dann schaffe ich das. So, nächste. So, nochmal. So, nächste. Ich hab's jetzt wieder verkackt. Toll. Nochmal. So nett, wie das Metronom im Hintergrund klingt, wenn es nun endlich aufhören würde. So, nochmal. Nochmal. Das kann doch nicht. Okay, ich glaube, ich muss es schon wieder tun. Das ist doch... Oh, ich hasse das. Ich muss schon wieder schneiden. Oh, ist das ärgerlich. Das dauert wieder mal ein paar Stündchen. Tut mir leid, Leute. Aber irgendwie muss ich das leider ein bisschen zusammenfassen, dass... ich hier mit dem Grafiktablet spiele, kein gutes Timing habe, generell kein rhythmisches Musikgefühl habe und Flöte spielen muss. Und Meteoriten abwehren muss und das Finale ist einfach nur, ah, oh, es ärgert mich. Oder wisst ihr was? Ich schneide hier, ich beende hier den Part und mache dann im nächsten Part den Rest. Tut mir leid, ich bin sowieso schon am Rand der Verzweiflung, deswegen... Ja, noch einmal, aber im nächsten Part. Tut mir leid, Leute. So kann ich wenigstens das Finale mal rumkriegen und das mal vom Tisch kriegen. Tut mir leid. Ich weiß, ich bin nicht auf meiner Höhe. Entschuldigt bitte. Bis zum nächsten Part.